Momentaufnahme. Ein Podcast des Staatstheater Cottbus. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Momentaufnahme zum Thema Rosenkavalier, unserer neuen Produktion am Staatstheater Cottbus, Premiere am 14. Oktober. Ich bin Rahel Brede und ich sitze hier mit meinem lieben Kollegen, der sich gleich selbst vorstellt, in dem kleinen Fotoautomaten an der Kammerbühne und wir unterhalten uns heute über unsere Premiere. Ich habe jetzt mal ein kleines Geräuschbeispiel mitgebracht, um ein bisschen zu erklären, was mein Job so ist, was der so mit sich bringt und das führe ich euch jetzt gleich mal vor. Gar nicht so einfach wahrscheinlich. Hast du schon eine Idee? Ja, schwierige Sache. Erstmal von mir auch hallo. Ich bin Johannes Urban und bin hier zusammen mit Rahel im Fotoapparat. Und dieses Geräusch, wenn ich da über den Rosenkavalier nachdenke, ist das erste, was mir einfällt, vielleicht ein Silbertablett oder Besteck oder vielleicht gar eine Waffe. Schwerter, Degen, so etwas kommt da ja, glaube ich, auch mal drin vor, soweit ich weiß. Gar nicht so schlecht, das kommt dem schon sehr nahe. Ich spiele es noch einmal vor und dann kannst du dich ja festlegen auf einen deiner erratenen Tipps. Ja, also jetzt würde ich eindeutig sagen, das handelt sich um ein Gefecht. Ja, ganz genau. Degen. Ja, ja. Wir haben im zweiten Akt einen kleinen, aber feinen Bühnenkampf, meinen ersten Bühnenkampf. Ich bin Sängerin, ich singe den Rosenkavalier und mit meinem Kollegen Philipp Meyer, der den Ochs singen wird, werden wir uns im zweiten Akt mit echten Degen duellieren. Mit echten Degen? Genau. Oh, war ja, das klingt aber gefährlich. Da, ja. Das muss geübt sein. Das muss geübt sein, ja. Ja, ja, auch ich habe ein Geräusch mitgebracht. Das müsste ich allerdings außerhalb des Fotoapparats kreieren, gewissermaßen. Denn hier drin ist es einfach viel zu eng. Da passt das gar nicht rein, was ich mitgebracht habe. Soll ich das mal kurz machen? Unbedingt, dann gehen wir doch mal raus und du führst es mir vor. Jawohl. Wow, ein sehr großes, sperriges Geräusch war das. Ich tippe mal ganz blind auf deinen Instrumentenkoffer. Na, sowas. Ja, das ist einfach, ja, deswegen war es ja auch so groß, nicht wahr? Ja, denn ich hier spiele Bassposaune im Philharmonischen Orchester und bin im Rosenkavalier auch natürlich besetzt, wenn wir dann bald Premiere haben. Mit Bassposaune, das ist ja sehr speziell. Hast du da sehr viel zu tun im Orchester? Ist da viel los für euch? Tatsächlich hat die dritte Posaune, sprich die Bassposaune, eigentlich im Posaunensatz am meisten zu tun. Das ist auch oft so eigentlich. Also der Soloposaunist hat oft andere Aufgaben, die ein bisschen offener sind. Als Bassposaunist hat man doch oft auch eben einfach die Funktion, mit den Kontrabässen und Celli zusammen zu agieren. Und ja, im Rosenkavalier gibt es sehr herausfordernde Stellen für uns. Na, bin ich gespannt. Ist ja auch ein langes Stück. Geht über 4 Stunden mit Pausen. Wie bereitest du dich darauf vor, wenn du so lange Stücke zu spielen hast? Ja, naja, das ist im Prinzip muss man einfach immer fit sein. Das ist bei uns als Posaunist hat man doch auch viel Wartezeit in den Stücken und man muss irgendwie schauen, dass man immer dann auf den Punkt irgendwie seine Aufgabe erfüllt. Wenn man grundfit ist auf seinem Instrument, dann funktioniert das eigentlich. Das kommt eigentlich letztlich dann auch mit der Routine über die Jahre eigentlich dann mit sich, dass man da in der Lage ist, auf den Punkt irgendwie dann abzuliefern, sage ich jetzt mal. Aber das ist sicherlich auch eine der Schwierigkeiten als Posaunist im Speziellen im Orchester, dass man wirklich
oft doch sehr viel zu warten hat und dann irgendwie erst dran ist. Das ist total interessant, weil du als Posaunist musst ja auch sehr viel mit dem Atem arbeiten bei einem Blasinstrument. Ich glaube, da gibt es sicherlich irgendwelche Ähnlichkeiten zum Gesang. Und das ist gerade ein Thema, mit dem ich mich sehr viel auseinandersetze, wie ich die Wartezeiten überbrücke, damit die Stimme nicht müde wird. Ich habe natürlich nicht so viel Wartezeiten wie du. Ich bin fast durchgehend auf der Bühne in allen drei Akten, aber die Pausen zwischendurch, die muss ich, glaube ich, eher weiter singend füllen, als dass ich aufhöre. Ja, das ist bei uns ein bisschen ähnlich, dass wir oft das Bedürfnis eigentlich hätten, die Pause füllen zu können. Aber nun können wir natürlich nicht irgendwie von der Bühne gehen oder auch meistens auch nicht aus dem Graben gehen. Bei manchen Stücken, wenigen Stücken geht das tatsächlich, wo man so lange Wartezeit hat. Im Rosenkavalier ist das jetzt nicht der Fall. Ja, es ist schwierig, da wirklich ein Rezept zu finden. Das ist eigentlich schon eher eine Frage der Wachheit, glaube ich. Das funktioniert dann schon. Man muss dann die Überzeugung haben, dass man in dem Moment eben wirklich die Kraft hat, eben auch ordentlich einzuatmen, sage ich mal. Das ist für uns jetzt die Grundsubstanz, letztlich natürlich. Das wird bei dir ähnlich sein, nehme ich mir an. Aber ich weiß es nicht, wie ist es bei dir? Kannst du neben der Bühne dann eventuell für dich leise weiter summen, ohne dass die anderen davon gestört werden? Oder Ja, wir haben ja unsere Garderoben zum Glück direkt auf der Seitenbühne. Da bin ich zwar nicht ganz alleine drin, aber meinen Kolleginnen geht es ja genauso. Die müssen die Stimme auch wach halten über den langen Abend hin. Man muss da nur schauen, es ist ja nicht nur die Stimme, sondern wir müssen auch noch in die Maske, wir müssen das Kostüm wechseln, wir müssen vielleicht mal kurz was essen und trinken, aber irgendwie muss die Stimme natürlich fit und wach bleiben und der Körper auch. Das heißt, bisschen Yoga, bisschen noch Gesangsübungen zwischendurch dürfen da nicht fehlen. wow, das klingt aber schon ambitioniert, was man da so alles während so einer Vorstellung alles so macht. Es ist ein langer Abend, wirklich. Es ist für mich auch das erste Mal, so ein großes Stück zu machen. Ich weiß noch gar nicht genau, was da eigentlich auf mich zukommt. Das werden wir in den Endproben erst sehen, wenn wir wirklich Durchläufe machen. Ich habe noch nie das ganze Stück in einem Stück durchgesungen. Aber ja, wir drücken die Daumen, dass es alles funktioniert wie geplant. Ja, da bin ich aber sicher, dass das funktionieren wird. Wie ist denn das, wenn du im Graben sitzt unten? Das wollte ich schon immer mal wissen von den Orchestermusikern. Wie viel bekommt ihr eigentlich mit von dem, was wir da oben auf der Bühne machen? Ja, leider viel zu wenig. Das ist wirklich, also es unterscheidet sich natürlich auch von Theater zu Theater ein bisschen, wie der Graben gelegen ist und beschaffen ist, wie groß er ist. Und hier in Cottbus haben wir einen recht gemütlichen Graben. Zusätzlich haben wir auch in den Ecken noch die Überdachung, wo ja auch teilweise als Bühnenfläche auch gespielt wird. Und ja, insofern ein paar wenige Streicher in den vorderen Reihen, Pulten, die haben schon mal das Glück, ein bisschen was zu sehen. Hängt natürlich auch davon ab, wie nah an der Rampe wirklich gespielt wird oder wie weit hinten sich das Bühnengeschehen abspielt. Aber es ist schon eigentlich sehr bedauerlich, gerade wenn man eben auch mal ein bisschen, ich sag mal, Pause hat, würde man gerne schon mal einen Blick riskieren und gucken, was da oben passiert. Und ja, das ist, aber es ist nun mal so. Und rein vom Hören her, hört ihr, wenn wir singen oben, oder seid ihr nur am Dirigenten dran? Ja, auch das ist sehr schwierig. Also das ist tatsächlich eigentlich genau das Gleiche, wenn das Geschehen an der Bühnenrampe ist, dann können wir auch nach Gehör die Sänger begleiten. Wenn je weiter hinten das ist, desto weniger hören wir natürlich auch die Sänger direkt. Wir haben jetzt auch keine Monitore oder sowas. Ich glaube, ihr habt teilweise Wir Monitore, haben um das Monitore, Orchester ja. besser irgendwie wahrnehmen zu können. Das haben wir jetzt nicht. Insofern sind wir schon sehr auf den Dirigenten angewiesen. Und eine Sache wollte ich dich auch immer schon fragen, oder allgemein die Orchestermusiker, wie weit im Voraus fangt ihr an zu üben, wenn jetzt so eine Partie wie Rosenkavalier auf euch zukommt? Das ist interessanterweise genau die Frage, die ich dir auch hätte stellen Mensch. wollen. Denn ich glaube, da unterscheiden sich unsere Aussagen wesentlich. Also im Orchester ist es schon ja so der Regelfall, dass wir vielleicht, je nachdem, wie, was auch sonst noch an Projekten so dazwischen liegt, aber vielleicht so 5 Wochen vor der Premiere anfangen, die erste Orchesterprobe abzuhalten. Wow.
Natürlich muss jeder irgendwie gucken, dass er seinen Part draufkriegt, was auch natürlich sehr unterschiedliche Schwierigkeitsanforderungen hat. Also die Streicher mit unzähligen Noten und Vorzeichen zu kämpfen, sage ich jetzt mal. Und wir als Blechbläser müssen unsere Stellen irgendwie klar kriegen und einfach fit sein, irgendwie auch eine Kondition aufbauen, die man für das Stück letztlich braucht. Und dann ja, fügt sich das langsam zu einem Bild, nachdem man nur ein paar Proben doch organisiert hat. Eigentlich dauert das dann doch relativ lange, bis wir dann irgendwie so eine Endprobenphase eigentlich dann auch verstehen, so wie es läuft, sag ich mal. Und ich glaube, euch läuft das gänzlich anders. Ich vermute mal, dass ihr eigentlich wahrscheinlich als Sänger so einen Vorlauf von locker einem Jahr habt, um so eine Partie zu studieren. Also für so eine große Partie wäre ein Jahr schon gut, auf jeden Fall. Wir hatten jetzt in unserem Fall nur ungefähr ein halbes Jahr. Also ich habe Ende Februar die Info bekommen, dass das Stück kommt. Das hatte jetzt interne Gründe, sage ich mal. Der Spielplan kam relativ spät. Und das war schon sehr kurzfristig für so ein langes Stück. Bei einem anderen Stück, jetzt keine Ahnung, Zauberflöte oder Figaro, bei einem Mozart, da ist es nicht so ein Problem. Das lerne ich auch in ein paar Wochen. Aber Strauss ist eben auch einfach musikalisch so anspruchsvoll. Und da habe ich wirklich dann ein paar Monate jeden Tag meine 3, 4 Stunden dran gesessen und geübt. Dann ist es natürlich so, dass wir vom Haus aus ja Korrepetition bekommen. Das heißt, wir haben einen Pianisten, der uns hilft beim Einstudieren. Ihr macht das ja alleine. Ihr setzt euch zu Hause in euren Überraum und schaut ein bisschen, was so passiert, oder? Genau, ja, so ist es ja. Das ist bei uns schon ein bisschen einfacher, weil wir eben immer jemanden dabei haben, der uns hilft, der uns Rückmeldung gibt und so. Und dann schaut man, dass man zur ersten Ensembleprobe, also ungefähr 6 Wochen vor der Premiere, dann alles auswendig drauf hat. Naja, das allein, das ist ja schon auch etwas, was ich wahnsinnig faszinierend finde, wie man diesen ganzen, ja, sowohl Gesangstext als auch Sprechtext gewissermaßen und überhaupt den ganzen Kontext eigentlich auswendig drauf haben kann. Also auch die Einsätze finden. Das ist ja auch so etwas, ich meine, natürlich bemüht sich wahrscheinlich der Dirigent im besten Fall nach Kräften jeden Einsatz so ein bisschen zu geben. Und gerade bei Strauss, wo es ja auch durchaus drunter und drüber geht, Oh ja. weil auch die Tempi ja durchaus oft so sind, dass man schon mal die Orientierung verlieren kann. Da stelle ich mir das wahnsinnig herausfordernd vor, wenn man auch eben tatsächlich nur eine relativ kurze Zeit dafür hat, das Genau. irgendwie zu lernen. Also Und wir gibt sind es da ja auch noch irgendwelche mit. Rezepte, also so Herangehenspunkte zum Beispiel, man lernt erst die Melodien oder erst den Text oder gibt es da irgendwelche Reihenfolgen, die man sich selber so vornimmt, um praktisch dann irgendwie nach und nach das als Ganzes zusammenzufügen? Also im Großen und Ganzen versuche ich erstmal das Stück durchzulesen, um überhaupt zu verstehen, worum es geht. Weil wenn ich den Kontext verstanden habe, dann fällt es mir auch leichter, Dinge auswendig zu lernen. Rein musikalisch gesehen muss ich mich natürlich erstmal mit den Noten auseinandersetzen und der Text ist erstmal nebensächlich. Das heißt, ich lerne erstmal wirklich nur die Noten auf La 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 oder so und wenn ich mich dann sicher fühle, dann kommt der Text dazu. Zum Glück muss ich mich jetzt nicht wirklich hinsetzen und pur auswendig lernen, sondern mit dem Üben, mit den Proben verknüpft sich irgendwann Musik und Text so ineinander, dass es, ich kann es eigentlich gar nicht mehr vergessen. Toi, toi, toi. Ja, okay, verstehe. Ja. Ja, gut, weil das ist natürlich bei uns der gravierende Vorteil, dass wir einfach immer unsere Noten haben. Ja. Das stimmt. Ja, hier haben wir jetzt noch so ein kleines Spielchen. Wollen wir uns das noch mal angucken vielleicht? Ja, klar. Dann greife ich hier mal rein in die Schale und ziehe eine Frage. So, und hier steht Wien oder Berlin? Naja, ganz klare Sache, Berlin. Aber ganz klar. Also, das ist jetzt nicht auf den Rosenkavalier bezogen, sondern das ist die erste Assoziation, wo ich sage, yippie. Lange studiert in Berlin und Ah ja. absolut ja,
Interessant. Beste Stadt ever, würde ich sagen. Also ich würde mich da auf jeden Fall für Wien entscheiden. Vielleicht bin ich jetzt ein bisschen vorgeschädigt durch den Rosenkavalier, weil wir uns seit Wochen nur noch mental in Wien befinden. Aber ich finde, die Stadt hat so viel zu bieten, rein kulturell. Finde ich wunderschön. Dann ziehe ich jetzt auch mal eine Karte. Probebühne oder Bühnenprobe? Das ist auch gut. Na, unbedingt Bühnenprobe. So wichtig die Probebühnenproben sind, die Proben am Anfang einer Probenphase, um alles grob zu stellen, aber das richtige Gefühl für die Rolle und für das Stück bekommt man eben erst, wenn man wirklich auf der Bühne steht, wenn man den Saal hat, in dem man guckt, sich vorstellt, wie das Publikum schon da ist. Am besten, wenn das Orchester auch noch dabei ist, dann fügt sich alles zusammen und dann fühle ich mich wohl. Ja, ich kann dem grundsätzlich nur beipflichten, ehrlich gesagt. Obwohl manchmal Bühnenproben auch für uns ganz schön zäh sein können, tatsächlich. Und Probebühne läuft für uns dann doch manchmal ein bisschen mehr durch, eigentlich, als bei einer Bühnenprobe. Insofern gibt es da manchmal, ja, es ist oft ein bisschen anstrengender, eigentlich, die Bühnenproben. Eigentlich als die Ja. Probe, also die Probe bei uns auf der Probebühne, weil wir einfach doch dann mehr zu tun haben oft. So, dann haben wir hier noch Rose oder Nelke. Weia, ich bin ja überhaupt kein Botaniker, ehrlich gesagt, aber das, insofern würde ich gleich erstmal Rose sagen, natürlich. Denn, ja, nun, was verbindet man damit? Schöne Blumen und die Liebe natürlich. Ja, da werde ich mich natürlich anschließen. Im Sinne des Rosenkavaliers würde ich mich immer für die Rose entscheiden. Am besten eine silberne. So, Nostalgie oder Zukunft? Zukunft. Ich würde auch ganz klar Zukunft sagen. Ich Ja. bin definitiv kein Nostalgiker und die Zukunft, ja, ist das, was spannend ist und spannend bleibt. Das, die Nostalgie ist auch immer mal ganz schön, darin zu schwelgen. Da wären wir wieder beim Rosenkavalier wahrscheinlich. Ja. Darauf trifft das wahrscheinlich ganz gut zu. Ja. Ist so ein bisschen das Problem meiner Arbeit, habe ich das Gefühl, weil Oper ja immer was mit Nostalgie zu tun oder fast immer was mit Nostalgie zu tun hat. Wir machen ganz selten mal Uraufführungen und selbst Uraufführungen sind oft Kompositionen über Stücke, die in der Vergangenheit stehen. Also das die letzte Uraufführung hier, Effi Briest, ich weiß nicht, ob Ja, du da schon da war ich dabei auch. warst, ist ja auch Nostalgie und nicht wirklich Zukunft, ne? Aber es ist spannend, den Weg in die Zukunft zu finden dadurch. So, was haben wir noch? Mozart oder Wagner? Jetzt geht's an die Substanz. Tja, wenn ich als Posaunist, muss ich natürlich sagen, Wagner. Ne? Aber gut, kann man jetzt auch nicht, doch nicht so pauschal sagen. Aber wenn ich mich entscheiden muss, natürlich Wagner, denn da habe ich doch einfach ein bisschen mehr zu tun als bei Mozart. Denn Mozart hat doch tatsächlich meines Wissens nach nur in Don Giovanni und in der Zauberflöte Posaunen besetzt. Ist ja unerhört. Also bei mir geht es doch eher Richtung Mozart, jedenfalls momentan noch, einfach weil die Stücke ein bisschen spielfreudiger sind. Ich habe auch persönlich noch keinen Wagner selber gemacht auf der Bühne, deswegen kann ich da nicht so wirklich unvoreingenommen drüber sprechen, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich mich eher für ein Figaro oder eine Zauberflöte entscheiden. Bin ich dran? Ich glaube. Drama oder nüchtern? Drama, immer Drama. Bin doch Opernsängerin. Das macht's ja aus, das macht's ja spannend auf der Bühne. Nüchternheit ist meistens uninteressant. Dem kann ich eigentlich nichts weiter beipflichten. Dann haben wir noch Träumer oder Realist? Bin, glaube ich, dann doch eher der Realist. Ja,
Passt auch Das, mehr ins das. Orchester. Ja, das ist wahrscheinlich so ein Klischee, was im Orchester anhaftet. Ich weiß nicht, vielleicht so, ja, tatsächlich. Aber es finden sich doch auch immer zwischendurch ein paar Träumer drin. Aber da gehörst du nicht dazu. Naja, Träumen ist ja nie verboten, das ist immer ganz klar, ne? Und Träumen, ja, kann man immer, aber meistens verbirgt sich hinter Träumen doch eher Arbeit. Schön gesagt. Ja, ich müsste dann doch das Theaterklischee der Träumer bedienen, weil es ja irgendwo meine Aufgabe ist, Träume auf die Bühne zu bringen und Fantasie realistisch werden zu lassen. Also vielleicht doch ein bisschen ein Übergang. Ewig dein oder Liebe auf Zeit? Also, schöner fände ich ewig dein. In der Oper ist natürlich Liebe auf Zeit eher das Thema. Jedenfalls im Rosenkavalier. Octavian ist ja sehr hin und her gerissen zwischen den Damen, die ihn so umschwärmen in dem Stück. Aber ich persönlich als Rahel lieber ewig dein. So, probieren wir es mit der letzten Frage. Altes Schloss oder moderne Stadtwohnung? Hat beides sicherlich Charme, aber ich würde zur modernen Stadtwohnung tendieren, tatsächlich. Ich bin auch eher ein Stadtmensch, insofern, also ja, altes Schloss in der Stadt, vielleicht. Bei mir käme es ein bisschen darauf an, wie so die Modernisierung des alten Schlosses vorangeschritten ist. Habe ich fließend Wasser und eine schöne Heizung, dann würde ich mich fürs alte Schloss entscheiden, irgendwo auf dem Land. Aber ohne das geht gar nicht. So, das war doch So. schön, haben wir ein schönes Spiel gespielt. Jetzt würde ich sagen, wir verabschieden uns so langsam, denn wir müssen ja noch ein kleines Foto machen in unserem schönen Fotoautomaten. Wir freuen uns auf jeden Fall, zahlreiches Publikum in der Premiere zu begrüßen. Ich sage nochmal das Datum. Am 14. Oktober um 19 Uhr hebt sich der Vorhang und wir sind schon sehr gespannt, was am Ende dabei herauskommt. Ja, lieber Rai, ich danke dir für dieses schöne Gespräch mit dir. Hat mich gefreut, dich näher kennengelernt zu haben und ein bisschen mehr über deine Arbeit erfahren zu haben. Und ja, ich freue mich auch sehr auf die Rosenkavalier-Premiere, die erste unserer Spielzeit. Und ja, wird sicher gut. Wunderbar, ich danke dir, Johannes. Mach's gut.